Servus Leute, ich grüße euch im Caravan College zum wahrscheinlich vorerst mal letzten Test. Heute geht es um diese Raumentfeuchter. Kennt ihr ja sicherlich alle diese einfachen Kunststoffbehälter mit dem Salzbeutel oben drin. Verwende ich selber schon über Jahre. Das wollte ich aber doch mal wissen, da ich die Messgeräte ja sowieso schon habe, wie effektiv die eigentlich tatsächlich sind. Und will das Ganze in zwei gleichen Modellen testen, hier im als Beispiel TAP 400L, einmal mit Mexikan, einmal Metropolis, einmal mit so einem Teil, einmal ohne. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Okay, es geht an die Auswertung. Ich habe jetzt zweierlei Wetterlagen erwischt, deshalb hat es auch ein bisschen länger gedauert. Also der erste Test, den habe ich bei, ja, da war es noch trocken und sonnig, einigermaßen kühl. Ich habe aufgezeichnet, wie gesagt, in beiden TAP 400 hatte ich jeweils jetzt zwei Messgeräte drin. Eins jeweils am Küchenfenster und eins auf dem Tisch, weil ich ja mal wissen wollte, ob da Unterschiede auftreten. Und ja, schauen wir rein. Also, wie immer die Temperaturkurve hier in Rot. Dann die zwei grauen Kurven passen zur Fahrzeugfarbe. Der 400er Metropolis, einmal Fenster, einmal auf Tisch. Das ist die hellere Kurve. Und der rötliche TAP 400, hier auch gelb und orange. Das sind dann ja die zwei Kurven. Was gleich auffällt, dass eigentlich die Temperaturkurve ziemlich genau spiegelbildlich zu den Feuchtigkeitskurven verläuft. Aber ist ja auch logisch, die relative Luftfeuchte sinkt ja sofort, sobald sich die Temperatur erhöht, weil ja die Luft dann mehr aufnehmen kann. Der TAP Metropolis, man sieht schon, er ist insgesamt ein bisschen unter dem Mexikan, ja, also das war ja der Wagen, in dem der eine Entfeuchter drin war, ist jetzt nicht so der Riesenunterschied. Ich meine, es ist deutlich, vor allem ja bei Nacht, wenn keine Sonneneinstrahlung ist, da sieht man es natürlich am besten. Und am Morgen hier 7.30 Uhr rum, zwischen 9, 7 und 9, geht die Temperatur, schießt natürlich hoch, wärmt die Wagen auf und da spielen die Kurven dann eigentlich verrückt. Die Extreme hier kommen es einfach daher, weil die zwei Fahrzeuge in 90 Grad Winkel zueinander gestanden haben und somit sich der Metropolis ein bisschen früher aufgewärmt hat und dann eigentlich entsprechend die Feuchtigkeit kurz hier in den Keller gegangen und der Mexikan dann ein bisschen später. Also wie gesagt, mit hohem Temperatureinfluss spielt es hier natürlich dann verrückt. Gehen wir mal weiter, hier geht es dann wieder Richtung Abend, 17 Uhr, 19 Uhr. Es wird kühl, Luftfeuchtigkeit steigt wieder an. Ja, wegen den zwei Positionen, Tisch und Fenster, macht eigentlich, das geht mal drunter und drüber. Da kann man jetzt keine große Abhängigkeit voneinander ausmachen. Ich würde einfach sagen, das ist da hauptsächlich der Sonneneinstrahlung geschuldet, also aus welchem Winkel die Wand kommt. Und je nachdem gehen die, wo es gerade warm wird, dann am vorderen Fenster oder am Küchenfenster gehen die Kurven dann mal auseinander. Auch hier sehen wir dann wieder im weiteren Verlauf, also immer bei Nacht, ist also schon zu sehen, dass in dem Wagen mit dem Entfeuchter schon einiges an Unterschied ist. Ich hätte es mir ein bisschen mehr vorgestellt, aber man muss natürlich auch sagen, es war wie gesagt bei klaren Tagen und deshalb habe ich auch wieder einen zweiten Test gemacht. Es kam mir nochmal Schmuddelwetter oder war nochmal Schmuddelwetter angesagt, so richtig mit Nebel und Regen kühl. Also gestartet habe ich noch bei schönem Wetter und hier sieht man dann am in den Abend rein, kam schlecht Wetter und blieb da. Also es ist jetzt ein Zeitraum, 3. bis 8. April, 5 Tage das Ganze. Und hier sieht man über einen Zeitraum von ja, fast 2,5 Tage. Eigentlich konstant niedrige Temperaturen, es hat geregnet. Von dem her ist das jetzt dieser Bereich hier, denke ich mal, ein ganz guter Anhaltspunkt.
Rot wieder Außentemperatur, dann Orange die Temperatur im 400 Mexican und die graue im Metropolis. Und jetzt hier oben die blaue Kurve. Es ist die Außenluftfeuchtigkeit. Und hier sieht man eigentlich gleich im Innern der Metropolis. Diesmal habe ich zwei Raumentfeuchter reingestellt. Sieht man also deutlich, eigentlich immer sauber unter dem anderen geblieben. Ne, beim anderen ist es ja, beim anderen Test ging es ja noch, manchmal hat sich es überkreuzt. Also hier ist es jetzt wirklich immer deutlich unter dem Mexican geblieben. An den Temperaturkurven sieht man auch, dass es wirklich konstant kühl war, wenig Sonne. Wir haben ja im vorigen Test gesehen, sobald Sonneneinstrahlung kommt, schießen die Wohnwagentemperaturen da über die Außentemperatur raus. Das haben wir jetzt hier im Prinzip nicht. Ja, zum Schluss an den letzten 2 Tagen vielleicht so ein bisschen noch. Also das lief alles relativ parallel zueinander. Was mir auch noch auffällt, dass der Metropolis, also der graue mit den zwei Entfeuchtern, anscheinend immer so ein bisschen über dem anderen ohne dem Entfeuchter liegt. Ich weiß es nicht, ob das hier ein bisschen Differenzen in den Geräten sind oder ob tatsächlich die etwas trockenere Luft auch ein bisschen mehr Wärme speichern kann. Also ich glaube, da gibt es auch noch eine Abhängigkeit, was mit dem Taupunkt oder was zu tun hat. Ist mir halt aufgefallen, vielleicht wissen da ein paar Meteorologen unter euch ein bisschen was dazu. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr da noch was, also ich bin da jetzt kein Experte, wem da noch was auffällt, würde ich mich freuen, wenn ihr da noch was dazu schreibt. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, dass die Temperaturkurve wieder spiegelbildlich zur Außenluftfeuchtigkeit eigentlich verläuft. Also überall, wo es die eine hochgeht, geht die andere runter und umgekehrt. Ne? Hier die schönen Spitzen, hier nach oben, dann nach unten, hier genauso. Allerdings die Feuchtigkeitswerte in den Wägen ist nur teilweise, läuft nur teilweise hier, also kontinuierlich zur Außenfeuchtigkeit. Hier haben wir mal einen langen Regenzeitraum, aber hier sieht man, wie kurz. Was heißt kurz? Ja, im Zeitraum von einem halben Tag, der Wert hier stark ausschlägt. Und hier sogar, wo die Außenfeuchtigkeit runtergeht, geht es auch noch mal kurz hoch. Da ich keine so eine richtige Erklärung, ich könnte mir nur eventuell vorstellen, dass es mit starkem Wind zu tun hat. Also wir haben ja im vorigen Test gesehen, dass die Wägen relativ schnell auskühlen, insbesondere auch, ja, wenn es windig ist, durch die Zwangsbelüftungen geht dann natürlich schnell viel verloren. Und da könnte ich mir jetzt eben vorstellen, wenn wir hier jetzt eine konstant hohe Luftfeuchtigkeit haben und es geht ein starker Wind, es wird immer gut durchlüftet mit der feuchten Luft von außen, ja, dass es da eben entsprechend dann nochmal kurz anstrengt. Weiß nicht, ist es eine Theorie von mir, vielleicht weiß auch da von euch noch mal jemand was dazu. Ja, ich habe dann auch mal den Unterschied noch errechnet, was denn jetzt das tatsächlich ausmacht. Also mit den zwei Entfeuchtern, die standen beide am Boden, sind es 7,5% Differenz. Also das finde ich jetzt für so ein Salzgerät eigentlich schon ganz, ganz okay. Ich werde euch auch unten ein paar in der Beschreibung verlinken, wer das auch machen möchte. Also wie gesagt, ich mache es sowieso schon immer. Ich kann es auch empfehlen. Also man merkt auch einfach, ich habe ja den direkten Vergleich, da wo keine drin sind in den Wägen, da macht man die Tür auf und dann, es riecht einfach immer schon so ein bisschen so leicht modrig. Also, und in den Wägen mit so einem Entfeuchter ist also auf jeden Fall immer eine bessere Luft und man verhindert Schimmeln. Ich werde in Zukunft, also in den höherwertigeren wohl auch zwei rein tun. Das hat mir jetzt das Beispiel hier gezeigt. Also kann man auf jeden Fall empfehlen. Die Dinger sind ja nicht teuer, liegen so irgendwo um die 10 Euro und auch die Nachfüllpacks sind nicht teuer und es kostet keine Energie. Es gibt ja auch elektrische Luftentfeuchter, aber ich denke, das ist überflüssig. Also wie gesagt, ich werde euch unten ein paar verlinken. Wenn der Wohnwagen länger steht, empfiehlt sich das eigentlich immer, durch die Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen sowas da reinzustellen. Gut, ich hoffe, es hat euch wieder weitergebracht.
Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns bestimmt bald wieder. Bis dann. Ciao.